Martin Fenin, fotbalový útočník a nejdražší přestup v historii Eintrachtu Frankfurt, který hned v prvním zápase nastřílel hat-trick. Tím se zapsal do srdcí fanoušků Eintrachtu. Eintracht Frankfurt hat einen neuen Stürmer. Und was für einen? Er ist jung, erst 20 und wirkt sympathisch. Martin Fenin könnte der neue Publikumsliebling werden und vielleicht auch der Schwarm der weiblichen Eintracht-Fans. 4 Millionen Euro soll Fenin gekostet haben. Svými alkoholovými excesy však následně zaplnil stránky všech německých médií, aby nakonec spadl až na úplné dno. Also, meine ganze Karriere war halt immer so hoch und tief. Teď ho čeká největší životní výzva. Trénuje na zápas v kleci, na zápas v nejtvrdším sportu na světě. Zápas v MMA. A to v dobře známém prostředí. Domovském Frankfurtu nad Mohanem. Sledujte cestu Martina Fenina v organizaci Octagon MMA. MMA je nejtvrdší bojový sport na světě. Je to individuální sport, ve kterém se využívají všechny bojové techniky. Box, kopy, škrcení, boj na zemi. MMA jde v podstatě jenom o jedno. Ukončit soupeře dřív, než on mě. Ja, also seit ich sieben Jahre alt bin, habe ich immer in Mannschaft gespielt mit anderen Jungs. Also ich bin ein Teamplayer. Und das ist jetzt ein riesen Unterschied zwischen Fußball und MMA. Erster Training, der war einfach nur peinlich und lächerlich. Also jetzt kann ich schon darüber lachen, aber das erste Training war wirklich schrecklich und Gott sei Dank ist das hinter mir. Je potřeba jí prostě jakoby nechávat tam těma prvníma dvouma kloubama, aby byla přímá, jo? Přesná. No, nevíč. Also im Fußball habe ich schon viel erlebt. Die große Trainer in Deutschland, auch bei der Nationalmannschaft, habe ich riesen Trainer gehabt. Aber hier im Gym mit so einem Fighter, da war ich ein bisschen unsicher. Und ich habe nur gehofft, dass er das mit mir mitmacht und dass er cool drauf ist. Und das hat sich Gott sei Dank passiert. Und hier sind wir schon Freunde, aber das erste Training habe ich gedacht, oh. Es wird nicht schön. Also direkt bei Aufwärmen habe ich schon gemerkt, ja, das ist jetzt ganz andere Welt. Ich war barfuß und ich war in einem kleinen Gym und neben mir haben trainiert also nackige Männer fast mit riesen Körper. Also es ist ganz andere Welt wie im Fußball. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, aber das brennt, wenn das trocken ist. Ah! Ich bin seit 5 Jahren nicht mehr Profifußballer und das war auch ein Grund. Warum habe ich das gemacht? Dass ich gesehen, ich bin nicht fit. Und ja, dann habe ich gesagt, super, das ist besser, kann man nichts machen als MMA-Sport. Martin má aktuálně zhruba 95 kilo, takže my se budeme snažit určitě ty špeky změnit na svaly a já bych chtěl, aby to byla nějaká třeba 8-4. Pamatuju si, když jsme seděli v hotelovém pokoji naproti O2 Areny a vlastně přišli jsme s tím nápadem a natchnuli jsme Martina pro tu věc, ale pak to úplně spadlo, on ten zápas, který jsme mu a ten projekt nabídli, úplně odmítnul. Nicméně následně se k nám vlastně Martin sám vrátil, možná do toho zasáhla výrazně také jeho žena a nakonec jsme se domluvili a odstartoval tenhle ten projekt. Also mein erstes Turnier, was ich gesehen habe im Octagon, das war ein Turnier auf Stranice, das ist in Tschechien so eine, normalerweise für Tennis, weil du hast kein Dach da und also die Stimmung war einfach schon beeindruckend. Ich habe vieles gesehen, aber das war so, schon gut. Ja, und dann war natürlich Octagon-Team da und die haben was gedreht und dann kam die Frage auf meine Frau. Meine Frau hasse jede Interview oder sowas, sie macht das sowas nie. Ja. Und die hat, denke ich, ein Weinchen getrunken und so. Und dann kam die Frage, ob ich das schaffe oder nicht schaffe. Und die hat direkt gesagt: Myslím si, je to nezvládnu. Proč by to nezvládnu? Já myslím, že má jednoho kamaráda u toho. Und da habe ich einfach, damit habe ich nicht erzählt. No? Das habe ich nicht erwartet. Natürlich war ich sauer ein bisschen auf sie. Aber ja, jetzt ist die Geschichte noch ein bisschen. Bekannt.
bedeutet für mich Fußball? Das ist einfach zu sagen. Das ist die Liebe meines Lebens. Und ja, außer Fußball habe ich im Leben nichts anderes gehabt, bis jetzt meine Tochter auf der Welt kam. Und ja, wenn ich auf dem Platz stehe, dann bin ich der glücklichste Mensch auf der Welt. Also, was für mich bedeuten Teplice? Teplice bedeuten für mich alles. Ich bin da groß geworden. Ich wollte als kleines Kind immer einmal in dem Stadion spielen. Und ja, damals habe ich nicht erwartet, dass ich das überhaupt möglich ist. Und dann habe ich mit 16 schon erste Spiel für erste Mannschaft gemacht. Also das war schon was Großartiges, weil mit 16, denke ich, da war ich fünfter Jüngste aller Zeiten. Darauf bin ich stolz, ja. Also 2007, Weltmeisterschaft, U20. No tak to bylo. A dává gol! Martin Fenin dává gol! War für mich also Knackpunkt in der Karriere, weil wir sind dahin geflogen als eine Mannschaft, mit dem hat keiner gewartet. Wir waren in Tschechien und da waren andere Teams, die viel, viel besser sind und so. Ja, und wir haben das geschafft bis zum Finale. Ich habe da ein paar Tore geschossen, sogar im Finale. Das ist, denke ich, ein der schönsten Tore in meiner Karriere. Ja, und dann fängt das an. Und dann irgendwann ein halbes Jahr später bin ich zum Eintracht Frankfurt gewechselt. Eintracht Frankfurt hat einen neuen Stürmer. Und was für einen? Er ist jung, erst 20 und wirkt sympathisch. Martin Fenin könnte der neue Publikumsliebling werden und vielleicht auch der Schwarm der weiblichen Eintracht-Fans. Auf jeden Fall ist der Stürmer der teuerste Spieler, den sich die Eintracht bisher geleistet hat. 4 Millionen Euro soll Fenin gekostet haben. Das kann man sich ganz schwer vorstellen, wenn du mit 20 Jahren einfach, ich habe bei Eltern gewohnt, dass ich mit 20 jetzt in so einen Verein, so einen Riesenverein wechsle. Und noch dazu, ich war die teuerste Einkauf aller Zeiten. Das heißt, die Erwartungen und die Fans, die haben mich direkt schon alle geliebt. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich Frankfurt liebe ohne Ende. Jetzt habe ich noch mit 35 Glück gehabt, dass ein ehemaliger Teamkollege hat noch sein Abschiedsspiel gehabt. Und ja, da habe ich noch einmal im Stadion, im Ballstadion gespielt, wo 50.000 Zuschauer waren. Ich habe sogar Tor geschossen. Meine Eltern waren auf der Bühne, meine Kleine war da. Dann auf dem Platz, also da kamen alle Träume noch einmal in Erfüllung, ja, weil da war ich der glücklichste Mensch auf der Welt. Martin prostě byl profesionální sportovec, byl to fotbalista na té nejvyšší úrovni a v tu chvíli jakoby se s tím dá něco dělat, on prostě má nějaký návyky, základy, který prostě by měl mít a já si myslím, že ten čas je reálnej na to, aby jsme z něj udělali aspoň trošku zápasníka. Vůbec. To jako z toho mám růzu, když tam vidím ty rozmácené obličeje, sešitý obočí a všechno, tak z toho mám trošku obavu, no. Protože Martin jakoby primárně se neumí prát. To je, třeba se to naučí samozřejmě, ale z toho zatím teda mám hroznou obavu, to se mi úplně nelíbí. Já a Ondro a vlastně celý tým OKTAGON, my milujeme tě. Športové príbehy špičkových atletov. Ja si myslím, že pre každého človeka je to hrozne motivujúce aj do bežného života vidieť, ako atleti prekonávajú samých seba a víťazia sami nad sebou. A toto je jeden projekt, ktorý to dokonale reprezentuje. Špičkový športovec, ktorého postavíme proti najťažšej výzve jeho života. Trénovať, pripraviť sa v najtvrdšom bojovom športe na svete. Je úplne fenomenálne a my sami to máme hrozne rádi a chceme vidieť ten krásny životný športový príbeh atléta, futbalistu Martina Fenina. Ako znova bude jeho život dávať 100% zmysel a bude môcť robiť to, čo miluje. Športovať a cítiť energiu tých davov a fanúšikov. A to je jeho túžba, to je naša a my to teraz budeme zažívať s ním. Bei Octagon muss ich bedanken. Von ehrlich, mit 35 so eine Chance kriegst du nicht mehr. Ich habe noch einmal Chance irgendwie fighten vor 20.000 Zuschauern und ich denke, dass ja kein Fußball vorher schon geschafft. Also, ja, ich habe jetzt alles. Ich trainiere 6-7 Mal die Woche. Also Octagon hat alles gemacht, damit ich erfolgreich sein kann. My chceme být samozřejmě evropskou organizací a nemůžeš být evropskou organizací, když nejsi úspěšný v Německu. Německo je
velká země plná příležitostí a velká země plná skvělých bojovníků, jako je Jungwirth, jako je Stefan Pitz a samozřejmě obrovská hvězda Christian Eckerlin, mimo jiné bývalý fotbalista. A oni si zaslouží být hrdinové, tak jako jsou bojovníci hrdinové u nás. Mit Jungs von Octagon drehen wir ein super interessantes Dokument über mich, über meinen Weg von 0 bis 100. Und ja, dann sage ich dir herzlich eingeladen zu meinem ersten Kampf. Und ich hoffe, ich gewinne auch, ja.